Hallo meine Lieben, da bin ich. Ja, nicht, dass ihr euch Sorgen macht, dass ich diese Woche gar nicht mehr hier auftauche. Das hier wird auch nur so ein ganz kleines, kurzes Video werden für heute, weil, ja, heute ist der 2. Dezember, gestern war der 1., logischerweise, und gestern war mein Geburtstag und gestern bin ich zum 4. Mal einen runden Geburtstag habe ich gehabt, und zwar bin ich jetzt 40 Jahre alt. Ja, ich weiß, merkt man nicht, so wie ich mich verhalte, aber ist mir egal. Und ich wollte mich auf diesem Wege auch nochmal bedanken für all die Leute, die mir auf dem einen oder anderen Wege Glückwünsche zum Geburtstag haben zukommen lassen. Vielen lieben Dank dafür, hat mich sehr gefreut. Und ja, es kam ja oft auch so diese Frage so, ja, was machst du und feierst du groß? Und nein, das mache ich eigentlich schon seit einigen Jahren nicht mehr. Und nur mal so kurz dazu, warum. Das hat den einfachen Grund, früher habe ich es immer noch gefeiert und habe dann auch immer noch jede Menge Leute eingeladen, die ich halt so kannte, noch aus der Schulzeit oder dann halt auch von der Uni her, als ich studiert habe. Und irgendwann hat sich das einfach immer weiter abgeschwächt. Also es war einfach, dass immer weniger Leute dann immer irgendwie Zeit hatten, obwohl ich eigentlich immer schon ziemlich weit im Voraus die Leute eingeladen habe. Und dass ich dann vor ein paar Jahren auch irgendwann einfach mal gesagt habe, ich sehe nicht mehr ein, dass ich jetzt irgendwas Großartiges veranstalten soll. Vor allen Dingen, weil von den meisten der Leute, die ich dann auch immer so eingeladen habe, auch einfach nichts zurückgekommen ist. Und fand ich dann halt immer ein bisschen schade. Und deswegen habe ich gesagt so, naja, okay, dann mache ich mir die Mühe jetzt auch nicht mehr, weil was soll's? Ich sag mal so, wenn ich will, der hat schon. Und deswegen verbringe ich in den letzten Jahren meinen Geburtstag nicht immer ganz ruhig und friedlich und bin auch nicht mehr so versessen auf Geschenke oder so. Und wer wissen möchte, was ich jetzt geschenkt bekommen habe, ja, das von meinem Schatz habe ich euch ja schon in einem Video gezeigt. Und zwar, das war ja die Live-DVD von Boyfriend. Und was ein wunderbares Geschenk war. Und ansonsten, ja, bin ich mit jeder Menge finanziellen Mitteln beschenkt worden. Und ja, die werde ich dann diesen Monat natürlich dann auch mal für neue Sachen einsetzen. Und wird mit Sicherheit auch ein bisschen was aus dem Anime-Bereich da sein. Und ja, mal gucken, wie sich das alles so dann entwickelt. Ja, das war im Grunde eigentlich meine kleine Nachricht zu meinem Geburtstag. Und wenn jetzt auch jemand vielleicht fragen sollte, du bist nun 40, ist jetzt irgendwas anders? Nicht wirklich. Also ich fühle mich jetzt nicht besser oder schlechter als noch vorgestern. Und es ist im Grunde genommen auch einfach nur eine Zahl. Ich meine, klar, ab und zu kommt so der Gedanke so, du bist jetzt 40 und das heißt, dein halbes Leben könnte im Grunde genommen schon vorbei sein. Und dann guckt man vielleicht doch mal so zurück und denkt sich so, klar, es gibt so ein paar Sachen, wo man sich denkt so, hätte man mal. Aber auf der anderen Seite, sage ich mal, mit 40 ist man auch immer noch jung genug, um Sachen in Angriff zu nehmen, die man vielleicht lange auch einfach mal liegen lassen. Und das ist vielleicht das Einzige, auch wenn die meisten von euch natürlich noch um einiges jünger sind, verschiebt Sachen einfach nicht. Denkt nicht immer, das mache ich irgendwann mal, weil irgendwann kann schneller vorbei sein, als man sich das so vorstellt. Was wir natürlich alle nicht hoffen, aber wir sind halt alle nur eine begrenzte Zeit hier. Und Gott, jetzt wird es noch philosophisch. Aber lasst euch von irgendwelchen Jahreszahlen da nicht wahnsinnig oder verrückt machen. Ne? Also, das richtige Alter ist immer das, so jung, wie ihr euch fühlt. Und ich fühle mich bei weitem noch nicht wie 40. Es gibt so Tage, da fühle ich mich noch nicht mal wie 20. Und benehme mich auch nicht so, aber das kennt ihr ja von mir. Ja. Das war also mein kleines sozusagen Geburtstagsnachlesevideo, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und wie schon erwähnt, vielen Dank nochmal für alle Leute, die mir Glückwünsche geschickt haben. Wenn ihr es aus irgendeinem Grund vergessen haben solltet,
ist auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Also, ich bin jetzt nicht, der jetzt irgendwie eine Strichliste führt, so, wer hat gratuliert und wer nicht. Nein, das mache ich nicht. Also, wenn ihr es aus irgendeinem Grund auch einfach nicht gewusst habt oder nicht mitbekommen habt oder verschlafen habt, kein Ding. Also, nichts Schlimmes. Ne? Okay, gut. Das war mein kleines, ja, Geburtstags-Nachlese-Lava-Video, wie auch immer. Und wir sehen uns dann heute nochmal in einem reguläreren Video. Bis dann. Macht's gut, meine Lieben.